Hi Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video von mir. Im Titel habt ihr schon gesehen, worum sich dieses Video handeln wird, denn ich habe mit der lieben Sarah Desideria ein Tauschpaket erstellt. Und zwar seht ihr mein Paket, was ich ihr geschickt habe in ihrem Video. Das ist der erste Link in der Infobox, da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Und dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne schauen, was ich ihr geschickt habe. Ihr Paket kam vor ein paar Tagen bei mir an und das ist so ein süßer Karton. Ich habe den Deckel jetzt schon mal geöffnet, dass das Ganze gleich ein bisschen einfacher wird und wir direkt anfangen können. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos ran, denn es kommt auf jeden Fall am Ende des Videos eine sehr, sehr coole Verlosung. Deswegen schaut bis zum Ende dieses Video und dann könnt ihr sehr, sehr gerne teilnehmen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt direkt mit dem Tauschpaket. Ich bin selber so, so gespannt. Wir haben jetzt keine speziellen Kategorien oder sonst irgendwas gemacht. Und sieht so süß aus. Ich freue mich so. Hier sind ganz, ganz viele Kosmetikprodukte drin. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal. Und zwar direkt ganz oben mit den Sachen. Ich freue mich richtig. By the way, wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade in Spanien angekommen. Mega heftig. Da ist gerade mein Flieger gelandet. Genau, die ersten zwei Sachen sind von L'Oréal Paris. Also ein Shampoo, eine Spülung mit Biotin und B5. Und genau, also mega, mega nice auf jeden Fall. Biotin ist ja auch mega gut für Haare und soll das Haarwachstum anregen. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, das zu testen. Und vielleicht nehme ich die sogar mit in den Urlaub. Mal schauen, weil die Größen sind halt sehr groß. Es sind 300 ml drin. Ne? Ganz oben liegt noch eine Power-Kur-Maske drauf. Und zwar ist das, glaube ich, aus der gleichen Reihe, ja. Das ist auch die Multi-Power-Kur und oh mein Gott, das ist so groß. Das ist halb so groß wie mein Kopf und das ist auch mega schwer. Das ist auch eine Haarkur, die kann ich auf gar keinen Fall mit den Ohren nehmen. Die ist auf jeden Fall zu schwer. Boah, das riecht richtig, richtig gut. Das riecht richtig teuer nach Friseur. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich wusste gar nicht, dass L'Oréal so große Haarkuren hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich kann euch sehr gerne dazu in meiner Instagram-Story was berichten. Wir nehmen direkt das nächste Teil. Und zwar liegt das hier ganz oben drauf. Und zwar, ich liebe ja Benefit. Also Benefit ist wirklich eine Marke, die ich liebe. Und das hier sind, glaube ich, Socken. Ey, wie geil. Ich wusste gar nicht, dass Benefit Socken hat. Also es sind so rosane Söckchen. Und ich habe sogar die Hello Happy Foundation. Und jetzt habe ich auch noch die passenden Socken dazu. Das sind auf jeden Fall solche Söckchen. Das sind sogar Rutschesocken, also dass man nicht wegrutscht. Und die finde ich richtig, richtig süß. Also die müssen mir auf jeden Fall passen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das alles so, so voll ist. Also erstmal nochmal an Sarah. Vielen, vielen Dank für dein Paket. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also tausend, tausend Dank. Es kann sein, dass ich mich tausendmal bedanke. Ich bin mega, mega happy. Dann liegt hier ganz oben noch rauf von Alverde ein Volumen-Kick-Spray mit Kiwi und Apfelminze. Ich dachte gerade, das wäre eine andere Frucht, aber irgendwie habe ich mich verlesen und ich will unbedingt wissen, wie das riecht. Boah, krass. Okay, das riecht sehr, 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 sehr gut. Das soll anscheinend für Volumen sein und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Ganz oben liegen noch von Barbour einfach solche Konzentrate und ich sehe die immer, wenn Leute auf der Fashion Week waren oder sonst irgendwas für Feuchtigkeit und ich glaube, davon muss ich mal welche mit in den Urlaub nehmen und die unbedingt ausprobieren. Ich will so vieles hiervon mit in den Urlaub nehmen. Ich freue mich einfach so sehr. Das ist nicht mehr normal. Also wirklich, Dankeschön. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Und hier sind 7 Kapseln drin. Hier steht dann auch nochmal, wie man die benutzt. Und das ist auf jeden Fall mega heftig. Ups. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig und teuer aus. Krass, also die sind wirklich sehr, sehr teuer. Vielen, vielen Dank auch dafür. Oh mein Gott, ich liebe NARS. Also das ist in jedem YouTube-Video von diesen ganz großen YouTubern drin. Und das ist ja früher auch voll im Hype gewesen, die Marke. Das hier ist jetzt ein Blush und Bronzer Duo. Und boah, das sieht so nice aus. Krass. Das ist halt ein Bronzer und ein Blush. Aber der Bronzer sieht in echt viel, viel dunkler aus in der Kamera. Es kann sein, dass er mir ein bisschen zu dunkel war. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch dafür. Hier ist noch ein Produkt von NARS. Und zwar ein Lippenpigment, was für die Lippen. In der Farbe Star Woman. Ja, auf. Ich mach mal vorsichtig. Und es ist ein Lippenstift. Okay, mega nice. Es ist so ein richtig knallroter Lippenstift in einer Mini-Version. Oh, geil. Hier ist die Hello Happy Foundation Stick drin. Ich habe die flüssige Foundation, deswegen bestimmt auch die Socken. In der Farbe 2. Es kann sein, dass sie mir ein bisschen zu hell sein wird, jetzt gerade im Sommer. Aber für den Winter wird die dann perfekt. Könnte aktuell noch gut passen, aber nachdem ich in Spanien war, könnte die ein bisschen dunkel werden. Ich muss immer an Benefit-Sachen riechen. Ich finde, die riechen immer so gut. Richtig, richtig nice. Vielen, vielen Dank. Also, ey, mega geil, dass ich auch mal so eine Foundation-Stick testen kann. Noch von Catrice ein Bronzer drin. Den habe ich tatsächlich auch schon. Den habe ich mir auch gekauft, weil ich den voll schön fand. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin so überfordert. Dann sind hier zwei
Gesichtsmasken drin, und zwar einmal von Garnier eine Gesichtsmaske, und ich habe hier sogar auch eine gekauft, soweit ich es gerade noch in Erinnerung habe. Also hier ist einmal eine Gesichtsmaske drin und eine Tuchmaske von Balea, eine Mascara drauf, und zwar die L'Oréal Paris Mascara. Ihr seht, ich habe aktuell Wimpern-Extensions gemacht für den Urlaub. Ich finde, das ist dann ein bisschen einfacher im Urlaub so. Ich habe jetzt gerade auch noch meine Lippen gemacht und Concealer unter den Augen. Und das ist mein Make-up-Look im Moment. Also so schminke ich mich seit den letzten 3 Wochen schon. Weil diese Wimpern-Extensions sind echt praktisch. Aber diese Mascara kann dann entweder meine Mama benutzen oder ich nehme die für die unteren Wimpern. Die tusche ich nämlich trotzdem meistens noch nicht. Dann ist hier ein Peeling-Pulver drin von B-Routine. Von der Marke habe ich hier auch was geholt. Ich finde die Marke so nice. Und zwar ist es ein Peeling, aber halt in Pulverversion für eine Reinigung. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, das auszutesten. Vielen, vielen Dank. Es ist riesengroß. Und zwar ist ja ein Face and Body Highlighter drin. Und den wollte ich mir tatsächlich, so blöd es jetzt auch klingt, auch kaufen. Der Highlighter ist halt krass. Also, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich hoffe, ihr erkennt es jetzt wenigstens ein bisschen. Seht ihr das? Also der ist wirklich mega, mega heftig. Davon abgesehen, habt ihr vielleicht noch Videoideen? Also ich möchte als nächstes gerne eine Roomtour hochladen. Aber wahrscheinlich alles erst nach dem Urlaub, weil im Urlaub drehe ich auf jeden Fall einen Vlog. Das haben sich so viele gewünscht. Hier noch ein Duschgel drin von Trackle Moon. Trackle Moon hat einfach einer der besten Duschgele. Ich finde die Duschgele so geil von der Marke. Und es riecht richtig gut. Mango-Duft ist allgemein mega, mega nice. Und dann ist hier auch ein Fixing Spray, und zwar ein Prime and Fix Spray, und das habe ich auch damals bei DM gesehen und fand es auch ansprechend, habe es mir aber aus irgendeinem Grund halt einfach nicht geholt, und jetzt hat es auf TikTok voll den Hype und jetzt bin ich froh, es zu haben, weil es überall ausverkauft war. Aber ich will gucken, wie der Sprühkopf ist. Okay, sehr, sehr keine Ahnung, was das hier ist. Eine Kerze vielleicht? Ist das eine Kerze? Ja, eine Kerze bestimmt, oder? Ja, eine Kerze. Und die riecht sehr, sehr nochmal von L'Oréal aus der gleichen Reihe. Einen Moment. Sieht so aus, oder? Ja, sieht so aus. Okay, das ist so ein Spray, beziehungsweise so eine Art Creme, die man sich dann so in die Haare gibt. Das ist dann so ein Hitzeschutz, alles in einem, soll die Haare vom Abbrechen retten. Mega geil, jetzt habe ich das Shampoo, die Spülung, dann dieses Spray, beziehungsweise die Kur dazu, die nicht ausgewaschen wird. Und die XXL Haarkur, alles von einer Haarreihe, sowas liebe ich ja, wenn man alles von einer Reihe hat. Dann sind hier noch Wimpern drin, und zwar von Adele, und die sehen richtig schön aus. Die sehen ein bisschen aus wie meine Wimpern-Extensions. Also ich habe ja relativ natürliche Wimpern-Extensions, und die Wimpern sind auch sehr, sehr natürlich. YouTuber-Move. Ne, auf jeden Fall finde ich die auch sehr, sehr schön. Die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich meine Wimpern-Extensions abhabe. Ich will die noch 2-3 Mal machen oder vielleicht auch nur 1-2 Mal, und dann werde ich die auf jeden Fall wieder abmachen und meine Wimpern eine Pause geben. Produkt von Maybelline drin, und zwar ein Super Stay Lippenstift. Ihr seht die Farbe auf jeden Fall. Leute, das war immer mein Traum, hier zu sitzen und genau diese Moves zu machen. Und jetzt sitze ich hier und mache einfach genau das. Ihr glaubt mir nicht, wie unfassbar dankbar ich hier jedem Einzelnen von euch bin. So. Dann habe ich hier gerade noch ein Produkt von NARS gefunden, und zwar ein Lipbalsam. Oh mein Gott, wie nice. Ein Lipbalsam, und zwar, boah, der sieht richtig schön aus. Das ist so ein Lipbalsam in rosa, aber der hat nur so einen ganz, ganz leichten Schimmer, also nicht wirklich eine Farbe, und der sieht richtig, richtig schön aus. Also den werde ich definitiv mit in den Urlaub nehmen. Das ist eine voll schöne sommerliche Farbe. Das sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr schön aus. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Ich freue mich mega, jetzt endlich mal die Marke NARS auszutesten. Eine Box drin, und zwar war hier einfach die Glossy Box drin. Also ich habe die Glossy Box auch abonniert. Heißt, es kann sogar sein, dass es eine Box ist, die ich auch bekommen habe. Also die Glossy Box habe ich selber jeden Monat abonniert. Das heißt, glaube ich, 15 Euro für. Also ich finde es mega praktisch. Mal schauen, einen Moment, ob ich die Box kenne. Nein, die Box habe ich nicht bekommen, aber mega cool. Ich habe bis jetzt 2-mal die Rosane bekommen und die Aloha-Box. Also ich habe die jetzt 3 Monate schon abonniert. Und ich hole das mal kurz raus. Die Boxen sind einfach so praktisch. Die sind erstmal zwei Gutscheine drin. Das hier ist die Box. Vielleicht haben die einige von euch schon bekommen. Wenn ihr die noch nicht bekommen habt, das ist die Wildbox, dann schaltet ab, sonst werdet ihr gespoilert. Und dann schauen wir da jetzt auf jeden Fall mal rein. Sieht dann jetzt erstmal so aus. Da ist eigentlich immer noch so ein Ding dran. Das heißt, die werden so mit aufmachen mit so einem Band. So, ein Moment. Oh Gott, ich würde das immer so im Herzen, mir sowas zu öffnen. Als allererstes ist hier von Dove ein Produkt drin, und zwar ein Shampoo. Ich wusste gar nicht, dass Dove Shampoos hat. Ich dachte, die haben nur so Duschgele und Bodylotions. Aber mega cool, dass die auch Shampoos haben. Also mit Shampoos bin ich auf jeden Fall erstmal versorgt. Vielen, vielen Dank, dass du mir eine Glossy Box da reingetan hast. Dann ist hier, wenn Schwitzen in Vergangenheit gerät. Deo-Tücher, wie cool. Das sind so wie Feuchttücher, nur Deo-Tücher. Die sind bestimmt auch mega praktisch für den Urlaub. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Dann ist hier ein Scrunchie drin. Ein Leoparden-Scrunchie. Wie süß.
von Polerei. So wird die Marke, glaube ich, ausgesprochen. Dann ist hier noch, ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall passt es zur Verpackung. Das war wahrscheinlich geplant. Ich könnte mir jetzt vorstellen, Bronzer oder vielleicht ein Highlighter. Mal schauen, was es ist. Komm. Auf jeden Fall ist es eine Lidschattenpalette gewesen. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Auf jeden Fall Lidschattenpalette. Passend zur Box auf jeden Fall. Also passend so abgestimmt. Und zum Schluss ist hier noch, was ist es? Vielleicht ein Lippenstift drin. Dann bin ich in nächster Zeit auf jeden Fall auch erstmal genug mit Lippenstiften versorgt. Mal schauen, was das ist. Eine Pinzette. Okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist eine richtig, richtig süße, rosane Pinzette. Die kann ich auch mit in den Urlaub nehmen. Genau. Ich weiß nicht, wie das Handgepäck, sondern in den Koffer. Und ich kriege sie jetzt auch nicht auf. Aber die sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus von der Qualität. Mit der kann man bestimmt auch richtig gut Wimpern kleben. Die ist vorne so abgeschrägt. Mega, mega nice. Also, ich schaue jetzt gerade nochmal, ob wirklich alles raus ist, und ich irgendwas vergessen haben sollte. Gut, dass ich nochmal geguckt habe, weil es haben sich ein paar Sachen versteckt. Und zwar waren hier noch 2 Schokoladenkugeln von Lind drin. Die sind sehr geschmolzen, weil es draußen sehr warm war, als das Paket angekommen ist. Und hier ist noch ein Produkt von NARS drin. Und zwar weiß ich gerade selber nicht, was es ist. Also NARS hat ja voll gehypte Produkte, aber was das hier ist, I don't know. Ich muss auf jeden Fall noch anfangen, meinen Koffer zu packen. Heute ist Samstag und ich habe noch nichts gepackt. Respekt auf jeden Fall an mich. Und das ist ein ein Eyeshadow-Stick. Es ist so ein braun, würde ich das jetzt mal nennen. Genau, ein Eyeshadow-Stick. Mega, mega nice. Auf jeden Fall auch mit Glitzer-Schimmer drin. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank an Sarah für das tolle Paket. Ich freue mich mega, mit dir ein Tauschpaket gemacht zu haben. Ich hoffe, du freust dich auch über mein Paket. Wie gesagt, ihr Video ist in der Infobox verlinkt. Dann könnt ihr schauen, was ich hier alles geschickt habe. Und ich würde mich auch super freuen, wenn ihr allgemein bei ihrem Video vorbeischauen würdet. Schaltet jetzt noch nicht ab, noch nicht abschalten, denn jetzt kommt die Verlosung. Und zwar könnt ihr in diesem Video ein türkises iPhone 11 gewinnen mit einer Haarmaske von Pomelo. Ich liebe das. Das ist die Vanilla Herbstmaske. Und zwar könnt ihr diese 2 Produkte gewinnen. Das Handy hat 64 GB und wir kommen jetzt mal zu. In der Infobox steht auf jeden Fall auch nochmal erklärt, was ihr alles machen müsst. Und zwar als allererstes müsst ihr mir auf YouTube folgen und Sarah Desiderei. Wie gesagt, ihr Video ist in der Infobox verlinkt und dann könnt ihr sie auch einfach über den Link abonnieren. Also wie gesagt, mir und Sarah hier auf YouTube folgen. Diesem Video, also meinem Video und Sarah ihrem Video, einen Daumen nach oben auf dieses Video geben und einen süßen Kommentar schreiben, dass wir euch über diesen Kommentar so erreichen können. Also schreibt einfach einen süßen Kommentar in die Kommentare und in 2 Wochen wird dann ausgelost und in 2,5 Wochen wird der Gewinner dann bekannt gegeben. Der wird dann in der Infobox ganz oben drin stehen, wer der Gewinner war, und der Gewinner wird auch angepinnt sein. Auf jeden Fall für eine doppelte Gewinnchance. Folgt uns sehr, sehr gerne noch auf Insta. Ich schreibe meinen Insta-Namen und Sarahs Insta-Namen auch nochmal in die Infobox rein. Da könnt ihr dann sehr, sehr gerne vorbeischauen. Wenn ihr uns auch auf Instagram voll kommentiert, auf jeden Fall ein rotes Herz dahinter und euren Instagram-Namen, dass wir euch sonst auch so erreichen können, wenn du gewinnen haben solltest mit einem Instagram-Account. Das Ganze wird per Zufallsprinzip ausgelost und diese Verlosung steht in keiner Verbindung mit YouTube zusammen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch die Verlosung gefällt und ich hoffe natürlich jetzt, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich freue mich super, dass wir dieses Tauschpaket gemacht haben. Tausend, tausend Dank an Sarah und tausend, tausend Dank an euch für eure ganze Unterstützung, die ihr mir gibt. Wie gesagt, ich bin jetzt im Urlaub. Schreibt auf jeden Fall mal coole Videoideen in die Kommentare im Urlaub, ob ich da irgendwie Essen testen soll. Ich bin ja in Spanien, also schreibt auf jeden Fall mal gerne was in die Kommentare. Ja, ihr könnt mich jetzt sehr, sehr gerne hier kostenlos abonnieren und hier seht ihr mein letztes Video. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und hoffentlich sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!